Hallo, herzlich willkommen bei Reisemobile Dülmen. Mein Name ist Michel Kumbring. Ich würde euch heute gerne mal den neuen Multijet 3 von Fiat zeigen. Das ist Modell 22. Das hat ja ein Upgrade bekommen. Ja, wir gucken uns den einfach mal an. Das ist jetzt hier ein Fahrzeug auf der Marke oder von der Marke Ranger. Das ist ein Multijet mit 140 PS. Von außen sehe ich jetzt so auf ersten Anhieb keine Unterschiede. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach rein und gucken uns einfach mal das Cockpit an. Das Cockpit ist einfach das super Interessante bei dem Auto. Bitte. Ja, wir befinden uns jetzt im Inneren des Multijet 3 von Fiat. Das ist ein 140 PS Motor. Ja, was erstmal auffällt, wir haben jetzt ein neues Lenkrad, ein ergonomisches. Ist ein bisschen verändert worden. Ich bin den jetzt gerade schon auf dem Hof hier gefahren, also in der Halle, den einmal auf diese Position. Ich meine, dass sich das alles leichter steuern lässt, dass es also die Servolenkung deutlich leichter zu handhaben ist. Man sieht hier ein sehr, sehr dunkles Cockpit. Wenn ich einmal die Tür aufmache, springt einem direkt mal vier Zeichen entgegen. Ja, man könnte eventuell erahnen, dass es sich um ein digitales Cockpit handelt. Es ist aber nur ein Teil-Cockpit, also teildigital. Wenn ich jetzt einmal den Schlüssel reinstecke, dann sehen wir halt, dass einmal alles angeht, sich alles hin und her bewegt. Wenn ich das Fahrzeug jetzt starte, fängt er auch an zu piepen hier. Warum? Wieso piept er? Machen wir einmal. Der hat eine Sicherheitsabfrage. Der erkennt, dass wir von außen einen Stecker drin stecken haben und dann fängt er an zu piepen. Wenn ich jetzt aufs Bedienpanel gucke, ja, dann zeigt er mir an, dass 230 Volt noch drin steckt. Ist natürlich jetzt nicht von Fiat, das ist jetzt von Ranger so gemacht, aber ist auf jeden Fall auch ein cooles Gimmick. Wenn ich es ausmache, hört es auch gleich wieder aus zu piepen. Was hier erstmal auffällt ist, unten diese Leiste ist weggefallen mit den zwei Bechern. Dafür haben wir wieder unser schönes großes Fach. Das war ja damals schon mal da, bevor das Upgrade gemacht wurde. Das ist wieder zurückentwickelt worden. Oder wenn man entwickelt sagen kann oder zurückgemacht worden. Das Fach war halt immer toll. Da passen halt immer die ganzen Papiere vom Fahrzeug rein. Diese schönen Bedienungstaschen. Das Handschuhfach ist noch da. Das gekühlte Handschuhfach ist da. Hier haben wir alle schöne kleine Knöpfchen in Hochglanz. Der hat jetzt einen Spurhalteassistent. Hier drüber kann ich auch das Radio ein- und ausschalten. Man kann verschiedene Fahrer hinterlegen. Ne? Was hier auch sehr schön ist, Rückwärtsgang rein, müssen wir die Zündung für anmachen. Ein schönes großes Bild, auch ja, in Farbe. Also ich finde es sehr gelungen. Man hat hier oben auch noch unseren Tablet-Halter, unser Klemmbrett. Ne? Das hatten wir ja auch schon, ist schon bekannt. Einfach den Hebel ziehen, klappt es auf, ne? Wieder zurück. Ja, im Großen und Ganzen, ich finde es schön. Die Bedienung ist sehr, sehr leicht. Man kommt mit den Daumen überall dran. Hier ist eine Freisprechanlage drin. Hier kann man sehr wahrscheinlich die Radiosender mit verändern. Der Tempomat ist hier verbaut. Man hat nicht mal diesen Pin da unten. Ja, der hat jetzt, glaube ich, eine Abblendautomatik, habe ich hier drin gefunden. Ja, die Luftschlitze sind ein bisschen verändert worden. Es ist auf jeden Fall mal was Schönes. Es ist eine Veränderung. Es ist auch schön, dass man sich da weiterentwickelt. Aber ich feiere auf jeden Fall dieses große Fach, weil ja, das war damals einfach immer toll. Wie gesagt, diese große Tasche, die man immer beim Wohnmobil mitkriegt, wo tut man die hin? Die passt da perfekt rein. Oder, weiß ich, wenn es so Leute gibt, die noch mit Karten fahren oder mit Atlas oder keine Ahnung, dass man alles da reinpacken kann. Ich denke, da gibt es bestimmt tausend Sachen, die man reinpacken kann. Ja, hier oben sind halt die ganzen Assistenten hinter versteckt. Das hat bei mir auch eine große Klappe hier oder große Kiste. Ansonsten, ja, ich finde, es ist ein gelungenes Auto. Vielleicht kommt ihr einfach mal vorbei und schaut euch das Fahrzeug selber mal an. Das ist halt, ja, es ist ein deutlicher Unterschied zum Vorgänger. Also es ist schon ein gutes Upgrade. Wie gesagt, von außen ist es nicht, sehe ich keine gravierenden Unterschiede, aber hier drin ist auf jeden Fall, das Cockpit ist komplett überarbeitet worden. Und ich finde auch dieses Cockpit, ja, ist übersichtlich, bedienfreundlich. Ja, kommt vorbei, schaut es euch an.